Schön, schön. Dann sind wir ja wirklich willkommen zurück auf der Podia, Starbound in dem Fall. Und ja, du siehst sehr lustig aus. Ja, ein Blümchen genommen. Ja, und ein Vögelchen, ein Blümchen. Das heißt, ich picke an deinen Wurzeln rum und setze mich auf deinen Kopf und kack dich voll. Ja. Portiere er sich dann mal bitte zu meinem Schiff. Wir fangen gleich bei mir einfach mal an. Und du hast natürlich, ich habe ja schon gesagt, die Amtshandlung, du baust immer sehr gut, sehr schön. Schön ausgiebig. Das heißt, wir suchen ein typisches Plätzchen, buddeln erstmal ein bisschen so, wie du es haben möchtest, und ich besorge dich dann. Besorg dich, genau. Ich besorg's dir dann. Ja, genau. Kräftig. Ganz besonders gut. Genau. Portiere er sich. Los. Moment, ich muss ja meine Sachen erstmal sammeln, Achso, die das ich immer. da, die stimmt ja. Wir haben jetzt wieder Anfangsquesten. Ja, genau. Und die Sachen aus dem Ship Locker raussammeln. Das brauchen wir ja alle. Waffe etc. So sieht's aus. Ah, jetzt mal einen Bogen bauen und so. Aber jetzt können wir das ja schon. Das geht Genau. ja relativ Ja. schnicke schnelle. Ich hüpfe mir hier schon einen ab. Ich habe keinen Double Jump mehr. Ich habe mir sogar aus Leder schon eine Kopfbedeckung gemacht. Die schützt dich im Übrigen hervorragend gegen Kälteerscheinungen. Okay, Das natürlich werde ich uns praktisch. also quasi erjagen. Mit dem Bogen bin ich ja schon ein bisschen besser geworden. Mann, der braucht So, ja ewig, der jetzt. Mann. Der braucht ja ewig, der Mann. Da ist er! Ach, guck's mal, mit Blendenschutz. Ich nenne dich jetzt einfach nur noch Knorkarella. Und ich poppe mich jetzt direkt mal unten auf den Boden. Mal gucken, wo wir sind. Wir sind in Alpha. Ach, guck mal, neuer Pilze. Alpha Graphias Agrab irgendwas. Was haben wir denn hier am Boden? Was ist das denn hier? Ja, Gleich Pilze. mal mitnehmen. Kenne ich noch nicht. Ja, Einfach es sind mit tatsächlich Pilze. Ah, kannst du E. Pilzsuppe machen für uns? Mit E kannst du einfach plopp plopp pflücken. Ach so. Große, ja, große Ach nicht mal dieses ja. komische Werkzeug Ja, hier sind gleich Feinde, ganz viele. Oh je. Also diese Pilze erinnern mich ja wieder an irgendwas anderes, was wir in Terraria zuletzt gemacht haben. Ja, Aber das Gute verfolgt ist, uns hier. wenn die Pilze. Oh, warte mal, das sind bestimmt Fasern. Oder Holz im Prinzip. Fasern oder Holz, genau. Es wackelt schon. Guck mal, Buchholz. der Penispilz wackelt schon. Ja, zusammen geht's schneller. Ja, so sieht's aus. Und es Aha. sind Pilze. Na ja, Pilze. toll. Okay, vielleicht kann man den Pilzen ja irgendwas. Ja, Ein. keine Pilze mal im Inventar, komischerweise. Ich? Du hast zwei Inventare, ne? Du hast eins, zwei. Naja, ich weiß, in beiden ist nichts. Ich sehe aber auch nichts. Ja, eigenartig. Okay. Es sammelt Pilze ein, aber sie sind nicht da. Unsichtbare Pilze. Na gut. Na gut, dann machen wir weiter. Da haben wir auf Andere jeden Fall Beine. schon Eisen und Kupfer. Das ist schon mal super. Und ein Viech unten. Warte mal, ich mache jetzt mal folgendermaßen. Du suchst dir einen schönen Platz irgendwo, wo wir das aufbauen. Vielleicht da auch so links, wo du gerade warst. Und ich hau mal kurz ein paar. Und ich hau mal gerade ein paar Viecher platt. Ich würde sagen, hier ist ein guter Platz. Wow, wow, wow. Spawnpunkt. Ja, Sekunde, muss gerade Viecher kloppen. Und muss dann gleich nochmal ein bisschen leiser machen, weil sonst höre ich dich nicht mehr. Nein, Kohle ist ja auch noch gut. Erstmal Greifen die an? ein Fäckelchen hier und ein Fäckelchen Oh da. ja. Greifen an. Alles, was irgendwie böswillig aussieht, greift auch böswillig an. Wobei, diese komischen Kühe, die sahen in meinem Level auch böse aus, aber haben nichts getan. Kühe? Ja, und die Kühe, also irgendwelche Alien-Kühe waren das. Okay, wollen wir erstmal einen Tisch? Mach das. Ja, Ich bringe auf jeden Fall gleich was mal brauchst du noch? Eisen und Erde und so für die Samen auch mit, dass wir schön Brot backen können. Wobei ich. Ah ja, damit sind die ersten drei Eisen. Wir müssen erstmal Holz finden und da die Pilze offenbar nicht als aus Holz. Oh. Du kannst ein bisschen Holz suchen, genau. Oh, du kämpfst gerade. Ich sehe es. Aber das Ja. geht, das machst du gut, du Pflanzenviech. Ich glaube, hier kommst du mit dem Kämpfen noch besser klar als in Terraria. Weil es dann doch ein Weil bisschen was. es ist ein bisschen größer alles und irgendwie ein bisschen. Ich finde es ein bisschen intuitiver. Intuitiver der Kampf, meinst du? Ja, Etwas. Also, ist ja auch ein tatsächlich. bisschen. Ja, und es ist auch noch in der Richtung, in der der Mauspfeil ist, in die Richtung schaut an deinen Charakter auch. Das hilft natürlich, den Mauspfeil schneller zu finden. Da hatte ich immer Probleme bei Terraria, Na, einen stimmt. Mauspfeil zu finden. So, ich bringe mal gleich mal ein paar Pflanzenfieber mit, damit kann man nämlich dann wunderbar Bandagen basteln. Mushroom. Oh, das dauert so ewig. Wir brauchen unbedingt Äxte aus Stein und Co. Da werde ich mich Ja. gleich als nächstes drum kümmern. Und du klopfst wieder Mushroom mit deiner roten Singlepeitsche. Boah, jetzt geh Oh. ab, du blödes Ding. Na komm, es wackelt. Ja, endlich.
Jetzt haben wir ein paar Pflanzenfieber mitgebracht, 12 Stück, das ist schon mal gut. Wo sind die scheiß Mushrooms? Inventar? Ich baue mir mal gerade schon mal ein paar Bandagen. Oh, ganze 3 Stück, Wahnsinn. Was ist das hier eigentlich? Achso, Eisen. Ist das Eisen? 13 Eisen. Das ist aber schon richtig viel für den Anfang. Klopp, 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 klopp. Ich weiß es nicht, du musst ein bisschen suchen. Ja, dann such mal. Sag ich mal, also. Rechts ich sehe bisher nur Pilze und keine Bäume. Yeah, aber es gibt ja verschiedene Biome. Es ist ja genau das Gleiche. Ja, okay. Ich habe auch letztens dann irgendwann in meiner eigenen Welt mich weiter nach rechts gegangen und siehe da, ich habe Zeug gefunden, was es auf der anderen Seite nicht gab. Ich bringe jetzt halt was. Was mich halt wundert, dass man die Pilze im Inventar nicht sehen kann. Ich nehme es da auf, wird unten als Pop-up angezeigt. Ich weiß. Okay, es gibt ein Gebäude hier. Ja, echt? Aber ein Gebäude gefunden? Oh je, was ist denn das? Irgendein Typ? Warte, bin ich neugierig. Some funny looking person. Warte mal kurz. In der Hand. Ja, Sekunde. Mir wird kalt im Übrigen. Auch beim Regen bekommt man im Übrigen Unterkühlung, wie du gerade siehst. Oh. Und sie haben das Symbol jetzt so verändert, dass es eine Temperatur. Wie heißt das denn? Ein Thermometer. Thermometer ist, genau. Habe ich auch in den Dings gelesen. In den. Finde ich auch verständlicher als so ein Sonnending. Ja. Ich werde trotzdem noch das Kupfer erst abarbeiten und dann gucken, weil ich habe hier jede Menge Kupfer. Okay, dann warte ich mal, mich zu nähern. Wobei, ich weiß nicht, ob der mir freundlich oder unfreundlich gesonnen ist. Kann er ja noch abbauen. Hier unten ist, glaube ich, auch noch Kohle, die brauchen wir auch für Fackeln. Hüpf. Ich eile, das Vögelchen eilt. Kann ich schneller rennen so? Ach, jetzt weiß ich, wo die Pilze sind. Alle oben in der Hotbar. Jetzt vergesse ich mal ganz. Ach so, ja, richtig. Du bist links gelaufen, ne? Ja, genau. Oder hau ich mal kurz dieses komische Ding hier noch aus dem Weg? Oder halbwegs aus dem Weg? Hüpf. So. Oh ja, cool. Da können wir direkt eine Heimat draus machen, wenn wir rein dürfen. Ja. Also mal 1, 2. Ja, einer. Halt, this is a high security research facility. Aha, komm her, du. Ich hau dich platt, du. Aua, hilf mir mal. Aha. Oh, leck. Ja, so ein bisschen. You killed Glory Ape Junior. Oh, hier brauchen wir Schüssel. Oh, die schießen. Die schießen. Geh hoch, geh hoch. Warte mal, hier gibt's so einen Schalter. Ah, die Tür ist offen! Okay. Ich geh mal kurz runter. Okay, ein Affe weniger. Mein Gott, der hat ja Laser-Piu-Piu. Hab ihn! Bananen, ich hab Bananen eingesammelt. Oh, sehr gut. Heilige Scheiße, was ist das denn hier? Das ist schon mal richtig cool. Oh, man kann sich sogar hier oben drauf stellen. Ich muss mal kurz Bandagen fressen. Nom 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 Bandagen. Nom 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 nom. Ja, Obey steht da genau. Gehorche. Da hört man sagen, weiter. Ja. Da kommt gleich der Laser-Pew-Pew-Typ. Wir kommen hier wieder durch. Ja, ich brauche keine Bandagen. Dann gehe ich mal vor, weil ich habe ja momentan. Ja, komm her, du. Du Ape-Brother. Er trifft mich auch. Hab ihn. Und den mach ich auch noch. Komm her, du. Ja! Huhaha! Oh, Blue Stimpaks! Warte mal, das hier ist Stimpak full of red liquid. Das heilt wahrscheinlich. Probier's mal aus. Mhm. Regeneration. Und 9. Jump Boost! Woo! I'm the super jumper now. Bin geboostet worden. Ich geh jetzt alles umbringen. Kommt her, ihr Schweinchens. Äffchens. Was ist das hier eigentlich? Hat er mir gerne Türen auf. Oh, hier gibt's locker. Also du kannst die Schränke aufmachen und reingucken. Ja. Aber hier cool locker, und aber die kann man nicht aufmachen hier. Nee, die Automaten. Bananarama! Wuhu! Ich hab euch alle tot. Ihr Affen. Ihr Primaten, ihr. Ah, der schießt auf mich. Also hier gibt's. Coins. Kann ich dir gleich geben, wenn du zu mir kommst? Mhm. Ich entlocke jetzt. Oh, ich hab ein neues Schwert gefunden. Zweihändisch. 28 per Swing, 29 per Swing, geil. Katana-like. Muhaha. Haben wir echt Glück gehabt, dass wir jetzt gleich am Anfang. Moment. Oh. Warte mal. Mhm. Ich würde sie gerne rausnehmen. Achso, ich muss das Inventar dafür aufmachen. Moment. Kann ich das irgendwie halbieren? Auch mit Shift, glaube ich, ne? Nee. Mit Shift oder Steuerung. Kannst du den Stack halbieren? Nee, geht nicht. Nicht mit Shift und auch nicht mit Steuerung. Ich meine, wir können auch noch ein paar Bandagen bauen und wiederkommen. Ah, einfach mit dem Rechtsklick. Wo bist du? Neben dir. Nein, ich hab's nicht fallen lassen. Wie kann ich's denn droppen? Gute Frage.
einfach aus dem Inventar rausziehen und irgendwo hinklicken? Hm. Nee. Nee. Ja, jetzt habe ich es zweimal genommen. Naja, ich muss rausfinden, wie es geht. Okay, da muss ich jetzt auch kämpfen. Wenn ich Regeneration anhab, muss ich auch kämpfen. Angriff! Komm her, du Scheiß. Oh, die Laser-Pew-Pew. Ach, wieder. Aber ich habe Regeneration. Ich bin unverwundbar. Ich bin Wolverine als kleines Viech. Oh, ja. Was bin ich? Oh. Das ist ein Level 2 Boss-Viech hier. So, direkt mal besiegt. Oh, was ist das denn hier? Oh, das sieht aber mir jetzt. Ah, oh, mich hat's gehimmelt. Warum bist du nicht da? Warum bist du nicht gekommen? Ich habe nur noch einen Lebenspunkt, damit kann ich dir nicht viel helfen. Tut mir leid. Lass uns zurückgehen. Nein, niemals zurückgehen. Hier wird nicht aufgegeben. Ja, bist du automatisch zurückgegangen? wir gehen mal Treppen runter. Ach, bin wieder da. Aber cool, schon mal ein neues Schwert. Ist aber ein bisschen langsamer, wie ich merke. Das andere ist deutlich schneller. Ach, es ist zweihändig, deswegen. Ja, Mike, leckt es bei dir auch extrem? Überhaupt. Nö. Bei mir massiv leck. Bananen. Genetically enhanced banana could make anyone but an ape ex sick. Okay. Kann man essen. Scheint okay zu sein. Okay. Yellow Stimpack und Blue Stimpack habe ich nochmal. Also Bandagen kannst du dir auch selber basteln, ne? Ja, indem ich halt mir die... Hier unten, komm mal hier unten hin. Also zu mir am besten. Ja, hier, hab ich auch welche da. Ich werde erstmal kurz das Viech da entsorgen. Oder versuchen zu entsorgen. Und dann hole ich mir auch noch mal ein paar Bandagen. Ich werde mal rausfinden, ob ich mit den Pilzen die irgendwie in Holz umwandeln kann. Ansonsten Pilzsuppe. Essen? Oder essen. Ja. Das Coole finde ich halt auch, dass du Fackeln schön weit weg platzieren kannst. Ja, ist sehr praktisch. Achso, ist mir runtergefallen, hä? Boah, dunkel. Dunkelmunkel, so ist besser. Jetzt sehe ich wieder was. Wenn du stirbst, dunkelt sich dein Monitor dann auch ein bisschen ab? Das wäre mir noch nicht aufgefallen bisher. Musst du nachher mal drauf achten. Ach, du bist ja noch nicht tot gewesen, stimmt ja. Nee, hier noch nicht. Weil kann sein, dass sie das eventuell verbuggt haben, weil immer wenn irgendwas dunkel wird, ne, dunkelt ja alles ab um dich rum. Und wenn du stirbst, ist ja auch alles ein bisschen dunkler um dich rum und das scheint so jetzt auch da zu sein. Okay. Haben sie versehentlich vielleicht reingeparst, weiß der Teufel. Jahua, aber sehr geil. Da kann man direkt links die Festung draus machen. Direkt mit Einrichtung und Lagerfächern und allem drum und dran. Ja, nee, schade. Wir müssen echt normale Bäume finden. Erstmal mit den Pilzen kann man, also holzmäßig nichts anfangen. Es sind wahrscheinlich wirklich, kann man die essen? Nee, kann man nicht, aber man kann sie wahrscheinlich kochen oder so. Ja, gibt's ja nachher diesen Cooking Table. A Mushroom. Mit, with a blueprint, you could build something out of this. Also kannst du wahrscheinlich was draus basteln. Wenn man einen Blueprint hat dafür. So, das heißt, ich bastel mir jetzt erstmal Bandagen. Der hat schon 9 an der Zahl, jetzt habe ich 10. Das mache ich auch. Die kann man ja essen. Ich sage immer, lecker Bandagen, nom nom nom. Weil es immer dann crunchy Geräusche macht. Ich möchte mal kurz die Viecher auch mitplatzen, genau. Fischi! Haben wir jetzt gerade ein bisschen gestört hier. So. Oh, hier ist nochmal Eisen. Das muss ich ja glatt mal mitnehmen. Und da oder dann Pilzen ist, glaube Kupfer, ne? Ja, das ist Kupfer, was hier ist. Also ist sehr eisenhaltig hier. Die Festung ist deswegen schon gut, weil sie aus Eisen wohl gebaut ist, weil das sieht ziemlich stabil aus. Ja. Ich denke mal, die werden uns nach und nach hier basteln, erobern. Ja, das Ding holen wir uns auf jeden Fall. Ich meine, hey, das hat super geile Schiebetüren und... Ja, und Storage-Möglichkeiten. Ja, und wir können es wahrscheinlich auch ein bisschen umarbeiten. Ich meine, hier da stehen so ein paar Sachen drin, die, ne? So Obey muss da jetzt nicht unbedingt stehen, das kann man vielleicht dann... bei dir reintun. Ich guck mal, ob man das abmachen kann. Unten ist ja schon frei. Ja, kann man. Wackelt schon. Flupp. Und ihr habt's im Inventar. Geil. Ja, das Poster? Ja. Man kann sich ja die kleinen Fläschchen vom Tisch runterholen. Gucken, was das ist. Das sind Red Flasks. Und die Red Flasks machen a Flask full of red liquid. Vermutlich High Potions oder sowas.
Die Snack Machines kann man nicht aufmachen. Doch, kann man auch aufmachen. Geil, 16 Slots. Das ist auch das Coole, wie ich es gerade rausgefunden habe. Auch gerade jetzt wirklich. Wenn du mit der Maus über was drüber gehst, was man öffnen kann, und dann E drückst, dann wird es auch benutzt. Mhm. Aber man muss auch manchmal ein bisschen näher ran sein. Das, hier sind noch ein paar Potions, also du kannst gerne auch mal ein paar raus. Okay, weiß ich mal, was man damit anfangen kann. Mhm. Ich meine, ich heile mich erstmal jetzt hier mit per Bandage. Mach das. So. Das ist cool, dass man hier die Türen auf und zu machen kann. Das ist. Oh, und links gibt's Bäume! Oh, und zwar Tannen. Ja, das ist doch perfekt hier. Das ist doch perfekt. Ja, Big ja. Ape is seeing all steht da oben. Ape flu is no joke steht daneben. Aber warum ist mir so hier in dem Gebäude so ganz massiv laggt und bei dir nicht, finde ich komisch. Dein Rechner immer noch. Ja. RAM und so. Bei mir geht's. Also es ist ein bisschen ruckelt's auch. Ja gut, aber sie haben auch geschrieben im Forum, das ist halt auch auf Low-End und Mid-End. Könntest du den Hebel bitte wieder mal umlegen? Performance-Probleme gibt, ja. Dankeschön. Hier ist nichts drin. Da oben, genau, den kannst du abmachen. Die Fläschchen. Ja, die rechten Fläschchen, wo du gerade warst, du gerade drüber. Ja. Mach mal ab. Achso, ich kann nicht. Aber mit Profis. Ja, nee. Um es halt zu nehmen, aber klar mit dem komischen. Und guck mal, ob du die, wenn du die oben drin hast. Boah, leck. Ja, nee, das ist alles okay, soweit. Mhm. Nicht, das ist das ganze Regal, das siehst du doch, das wackelt doch schon. Lass das mal stehen. Lass uns lieber hier erstmal weiter aufräumen. Die Schließfächer haben alle 16 Slots. Das ist natürlich massig Platz. Mhm. Ah ja, es Heilbandagen, sehr schön. Da könnte ich aber auch mal gerade machen, ich bin auch ein bisschen angekratzt. Mhm. Dann nehme ich mir jetzt mal kurz nochmal so eine Potion hier. Yeah, Glowing und Jump Boosten. Jetzt gehe ich Angriff! Was ist das denn hier? Nein! Ach guck mal, hier kann man sich heilen. Oh, cool. Angriff, pass auf, der tut gut weh hier. Mhm. Mit gut weh meine ich im Übrigen wirklich gut weh, sag ich doch. Nein! Nein, nicht alleine. Komm. Ah, fuck. Geh vor, er muss hüpfen. Ja, ich hüpfe ja, aber nur wenn eine Decke über mir ist, dann. Okay, ich bin wieder tot. Ich werde es gleich nochmal probieren. Und dann schaffe ich das auch. Ich hab ihn geplättet. Sehr gut. Tot. Der andere ist aber auch noch hinten dran. Ja, dann holen wir als nächstes. Ich komme. Und ich heile mich in der Zwischenzeit auf diesem komischen Tisch hier. Auf dem OP-Tisch. Ich muss erstmal wieder zu dir kommen, jetzt ist es mir mittlerweile dunkel. Und dunkel war's und so. Der Mond ist eine Helle und da oben sind auch nette Fallen. Aua! Boah, Level 4 Viech! Nein! Bin schon wieder tot! Nein! Oh. Level 4 Dings im Weg gewesen. Fucking hell, ey, hier ist ganz schön was los. Der Knorker ist keine Hilfe. Der muss nee, ja. Wenn er durch Honig läuft, ist er wirklich keine Hilfe. Honig? Ja, lauf! Ich will nicht hoch. Nein. Oh, jetzt sind da zwei Haie. Hier sind auf dem Boden laufende Haie unterwegs. Mhm. Oh, und die tun ganz schön aua. Aber einen habe ich. So, komm her, du zweites Viech. Komm. Gut, der steckt fest erstmal. Also Fernwaffen sind in diesem Spiel definitiv über. Oh, von zwei Seiten bin ich angegriffen jetzt hier. Ich hau dich in deinen stacheligen Schwanz, du. Ah. Okay. Lebst noch? Ja, leb noch. Nein, das war schlecht. Jetzt nicht mehr. Ja, doch, das sieht gut aus. Bist du in die Strahlendingsmus reingehüpft? Zu die Tür, zu! Nein. Oh, er schafft's. Ich komme. Halt durch. Ja. Oh, lauf. Ah, da hat's ihn gehimmelt. Das Lecken geht mir so. Mach nicht so aggro. Du lebst aber noch. Achso, nee, bist tot. Nee, bin tot. So, was meinten sie wegen Performance in Koka-Q? Dass es auf einigen Low-End- und Rechnern massive Performance-Probleme gibt, obwohl da keine sein sollten. Ich gehe mal einfach von dir da auch aus, dass es bei dir halt auch zutrifft. Aber, hey, ich denke mal, es ist halt noch an einem unfertigen Code liegt, weil, wie gesagt, ich spiele 3D-Spiele mit relativ hohen Einstellungen ohne Probleme. Das wahrscheinlich auch.
Au, oh, das hat wahrscheinlich hier, dass mehr auf die CPU geht. Kann natürlich auch sein. Also momentan ist aber auch so, dass ein Rechner absolut nicht performant sein kann. Ich meine, das bisschen RAM, was du hast, dann noch beschädigt oder was auch immer. Warte mal kurz, ich muss kurz den Affen hier tot machen. So, Affe ist tot. Klappe zu, Affe tot. Ja, ein paar Potions mit hier. Kann man die eigentlich trinken? Ja. Obwohl, es ist dunkel, weil es Nacht ist bei mir. Ah, nee, die Potions, die man abmachen kann, die kann man leider nicht trinken. Aha, nee, wahrscheinlich kann man die als... Ja, die kann man hinstellen. So, kleines Päuschen, Sekunde, weil dann geht's gleich weiter mit der Eroberung dieser riesigen Station, wie ich gerade sehe, die ist ja richtig hoch.